Oh mein Gott. Ich stehe vor dem Büro von einer und die schaut mich an. Auf jeden Fall, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich war gerade bei der Arbeit. Wir hatten ein Team-Meeting und weiß was, Frühstück. Und heute ist Donnerstag, das heißt, ich kann meine Belohnung abholen. Feldforschungsdurchbruch. Ich wünsche mir ein 100er Suikun. An sich irgendwas in 100. Außer Ho-Oh. Ups. Wir waren ein bisschen zu laut. Oh mein Gott, ich hab doch gesagt, außer Ho-Oh. Ich kenne die WP nicht auswendig. So, fangen wir den. Ist schon mal kein gutes Zeichen, ich hab gesagt, alle außer Ho-Oh. Weil den habe ich natürlich schon 100. Excellent. Ja, und danach suche ich die zwei neuen Driver Rates. Solo, Versuch. Hatte ich ja gestern schon vor, aber dann bin ich spontan in eine Raid-Tour geraten. Spontan in zwei sogar. Bester Satz, KP, Attack. Oh, strong. Okay. Auf geht's. Da vorne ist Books of Stone. Da hatte mich letztens Mugat zu einem X-Raid eingeladen. Sprich, dieser Raid hier ist ein Trigger. Auf jeden Fall ist hier jetzt ein Solrock Sonfell Raid 3er. Ich bräuchte noch einen 100er, das wäre, habe ich gerade nachgeschaut für euch, 13,30. Versuchen wir mal unser Glück. Und ich werde ein verrücktes Team auswählen. Haben sich viele gewünscht, weil ich so viele verschiedene Sachen auf 100 habe. Psychogestein ist er, sprich. Also auf jeden Fall nehme ich Kyogre und Groudon, weil die sind momentan Event-Pokémon. Ärger, wo Ärger gebührt. Unlicht ist natürlich auch gut, aber wir nehmen mal Stahl. Ja, Desmutter kann man auch nehmen. Was haben wir denn so für verrückte Sachen? Wo ist er gerade? Ah, ne, meiner kann nur Gift. Ah, Kapilz haben wir. Ah, der ist nicht gemaxt. Ah, den hätte ich noch maxen können. Wird aber noch während des Events passieren. Nehmen wir unser Bisaflor für Pflanze und dann Käfer, oh mein Gott, Pinsir. Pinsir ist auch effektiv gegen Psycho. Aber ich habe irgendwie Bock, Pinsir weiter vorne. So. Ich meine, wir werden wahrscheinlich eh nicht alle benutzen. Wahrscheinlich nicht mal annähernd. Okay. Ich wollte den letzten. Ah, mach mal den letzten. Ja, so. So wollte ich das Team haben. Schauen wir mal. So. Los geht's. Ich hab's gar nicht ausprobiert, weil anscheinend funktioniert der Zeittrick auch nicht mehr mit der leeren Lobby. Hätte ich euch auch mal zeigen können. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Also Lunastein war ja relativ easy. War kein Problem. Obwohl ich sogar mit Garados gekämpft habe. Weil ich voll vergessen habe, dass er Gestein ist. Ui, der Solarstrahl. Solarstrahl auch guter Konter gegen uns. Okay. Ich muss mal hier in die Hocke, damit ihr mich besser seht. Aber noch nicht. Pinsir, Mann. Pinsir, Beste. So, Pinsi hat es geschafft. Relativ easy, 70 Sekunden Restzeit.
Und das, obwohl Solarstrahl und Pinsel. 13,30 wäre 100. 13,6, leider nicht. Nicht mal annähernd. Suchen. Okay, krass. Ich dachte, das wären irgendwelche Kissen, wo man sich draufsetzen kann. Das sind Steine, Mann. Das ist Day and Night Mural. Das ist eine Arena. Das ist, glaube ich, Night. Wir schauen uns kurz mal die Day-Seite an, weil hier ist ein Klebutag-Raid. Und den machen wir jetzt. Das ist zufällig auch eine X-Raid-Arena. Aber hier wurde, glaube ich, noch nie ausgelöst. Hier kommen zu wenige Leute hin und außerdem sind hier viel zu viele Arenen, die in Konkurrenz stehen. So. Ich verpasse euch, glaube ich, erstmal einen Windschutz. So, jetzt können wir weitermachen. Klebutag. Ich verwende sogar einen Pass dafür, Mann. Premium Pass. Der ist undicht Wasser. Hoffe ich mal. Nee, der ist schon um nicht Wasser. So, wir versuchen wieder verrückte Teams. Mit Gani auf jeden Fall. Celebi. Mit Gani. Kapilz. Der ist gar nicht so low. So ein Floger. Unlicht. Nee, egal. Warte mal, was habe ich da noch? Ele Voltig, ja? So, ja, so. Das sieht doch okay aus. Das können wir machen. Veganie, Seedai-Attacke, Kapilz, Höhen-Event, spezielle Attacke. Saftfloge einfach so. Ele Voltig, Sinnoh-Steinentwicklung, Visaflor. Was war das für ein Visaflor? Ich glaube, irgendein altes, schlechtes. Schlechter wie alt. Keine besondere Seedai-Attacke, aber ein treuer Begleiter seit Anfang an. Und dann machen wir mal Klasses. Und schauen wir mal, ob ich den hier unterschätze. Weil bisher sieht es nicht gut aus. Meganya zockt schon echt weniger. Aber für PvP soll Meganya nicht schlecht sein. In den unteren Ligen natürlich, nicht jetzt oberste Liga. Die kommt nicht mal in die oberste Liga mit Zeug hier. Aber ja, es geht nur. Es geht nur. Der Pilz noch nicht gemaxt, ansonsten würde er, glaube ich, ein bisschen mehr reinhauen. Reinstecken tut er echt gar nichts. Okay, Hälfte bei 100 irgendwas. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht mal durchgekommen. So ein Floger, Max, glaube ich. Müsste Max sein. Okay, die sind echt schlecht, Mann. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ele Voltig haut hoffentlich rein. Ich habe bei den meisten noch nicht die... Weil das mache ich, glaube ich, nochmal für ein Video. Die genauen Movesets mir angeschaut und dann jedem das beste Moveset verpasst. Weil TMs sind knapp. Und ich habe ja so viele auf Max. So viele verschiedene komische. Aber ja, 50 Sekunden Restzeit. 100er könnte ich sogar noch gebrauchen. Habe ich da aber nicht nachgeschaut, was ein 100er ist. Wir lassen uns überraschen. Ich habe, glaube ich, auch noch nie einen Wild. Doch, ich habe schon mal einen Wild gefangen, glaube ich. Oder? Ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, ob ich einen Wild gefangen habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen entwickelt, aber nicht Wild gefangen. ID-Check. KP! Oh. Okay, das war's.
Ich gehe, glaube ich, noch ein bisschen raiden mit Murat und seiner Gang. Schauen wir mal, ob wir heute ein bisschen Glück haben auf dem Main. Wir hatten ja gestern Glück, aber nur nicht auf dem Main. Check das Video von gestern ab. 100er Kyogre gefangen. Und bevor ich es wieder vergesse, like das Video. Wir sind eigentlich schon fast am Ende und ich sag's jetzt erst, aber wenn ihr den Kanal und mich unterstützen wollt, like das Video, kommentiert und abonniert. Und jetzt geht's raiden. Okay, abschließende Worte. Ja, was gibt's zu sagen? Die drei Raids halt gemacht zum Abhacken. Aber schwierig, interessant waren die jetzt nicht wirklich. Danach wieder auf Tour gewesen. Rodan und Kyogre, aber nichts Spektakuläres. Nichts, das ich euch unbedingt zeigen will. Wenn ihr eine Tour sehen wollt, checkt das Video von gestern ab. Wenn natürlich was Krasses kommt, entweder endlich mein erstes Shiny oder irgendwas mit Klassen IV, dann seht ihr das natürlich. Und vergesst nicht, heute kommen auch X-Rate-Einladungen. Also geht's fleißig auf Tour, gönnt euch ein gutes Kyogre oder Godon oder Shiny und direkt eine X-Rate-Einladung. Und morgen, Bashra Crest Day, nicht vergessen, 11 bis 14 Uhr. Checkt nochmal das Video, wo ich euch alle Infos, also das Video von vorgestern, zum Event gebe, inklusive den Quest für den Bashra Day. Sind aber nur 4, also kann ich eigentlich auch schnell jetzt noch erwähnen. Brüte ein Ei aus, am besten halt 2 Kilometer Eier. Erlaufe einen Bomber mit deinem Buddy, am besten irgendein Buddy, der nur 1 Kilometer braucht. Großartige Würfe, man weiß aber noch nicht genau wie viele. Und gute Würfe, auch da weiß man noch nicht genau wie viele. Also viel Glück beim Bashra Quest Day, Kyogre, Rodon und für die Einladung. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Neue Motive, Euda und Euda sind endlich da. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.